grüße euch. Willkommen zum zweiten Tag meiner kleinen Serie 30 Tage bis Berlin. Es ist jetzt 6.20 Uhr. Meine Nacht war nicht ganz so doll, das kenne ich aber von meinen Wettkampfdiäten. Der Schlaf ist sehr unregelmäßig, nicht so tief und nicht so erholsam, wie ich es gewohnt bin. Weiß ich aber mit umzugehen. Nehme mir dann ein Buch, wenn ich mal wieder aufgewacht bin, lese zwei, drei Seiten, dann werde ich wieder müde und kann dann auch weiter schlafen. Was man natürlich nicht machen darf in so einer Phase, irgendwie um 2 Uhr in der Nacht das Telefon rausholen und da irgendwie auf YouTube und Instagram rumdaddeln, weil dann ist der Schlaf komplett im Eimer. Ich bereite jetzt mein Frühstück vor und zeige euch mal, wie das aussieht. Bei mir gibt es momentan zum Frühstück 60 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Whey, Salz ist mit drin. Zimt, ein super Gewürz, kann ich das ganze Jahr über essen und unterstützt den Körper noch dabei, die wenigen Kohlenhydrate, die noch da sind, halt wirklich effektiv in die Zellen einzuschleusen. Dazu gibt es heute eine Handvoll Heidelbeeren noch dazu, meine obligatorischen Supplemente, die nehme ich das ganze Jahr über durch. 47 essentielle Vitamine und Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Lactobacillen, ganz, ganz wichtig für den Körper, für die Verdauung und generell fürs Immunsystem. Dann nehme ich nochmal 2 Gramm Vitamin C extra. Na, Vitamin C, das sogenannte Opfervitamin zur antioxidativen Wirkung. Dazu gibt es nochmal obendrauf ein OPC, unterstützt das alles nochmal und ein bisschen Eisen extra. Das richte ich mir jetzt an, dann geht es für mich ins Posing-Training, dauert ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Da muss man wirklich drauf achten und da achtet mein Coach halt auch wirklich drauf, dass ich das vernünftig halt mache. Ist auch ganz toll wichtig, weil Bühnenbodybuilding ist eine Präsentationssportart und die ganze Vorbereitung, die ganze Energie ist vergebens, wenn man das nicht am Tag X vernünftig präsentieren kann. Und das übe ich zweimal am Tag. Einmal vor dem Frühstück und einmal vor dem Abendbrot. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich zum Frühstück. Das Posing-Training ist geschafft. Mein Haferkuchen war in der Mikrowelle und der guckt mal an, wie der aussieht. So eine richtig super Konsistenz hier in der Mitte mit so einem flüssigen Kern. Oh, das ist immer ein kleines Highlight des Tages und den lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe mir mein Frühstück schmecken lassen, das war wieder ein Gedicht, ne? Also mehr brauche ich nicht. Haferflocken Whey, ein paar Früchte rein, Erdnussbutter obendrauf und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Für mich geht es jetzt ins Beintraining, das zweite Beintraining der Woche. Am Mittwoch ist immer die Beinrückseite dran, mit dem Schwerpunkt Wade noch dazu. Und jetzt geht es ins Beinvorderseite-Training der Quadrizeps. Wird halt bearbeitet und hoffe, da kann ich euch noch ein bisschen was zeigen, ein bisschen was abfilmen, was meine Trainingsphilosophie ist, was Intensität für mich beim Training bedeutet. Ja, und vielleicht kannst du das ein oder andere noch mal einbauen und für dein Training halt mitnehmen. Wir sehen uns auf der Trainingsfläche.
So, Beinstrecke habe ich gemacht zur Vorermüdung. Jetzt kommt die zweite Übung an der Beinpresse. Mit relativ leichtem Gewicht, dafür mit ungefähr 25 Wiederholungen pro Satz, und ihr werdet es gleich sehen. Achtet mal auf meine Fußstellung. Ich gehe mit meinem Fuß nur auf die Zehenspitzen und drücke das Gewicht nur aus den Zehenspitzen raus, um möglichst viel Druck auf der Beinvorderseite zu haben, die ich halt heute trainieren möchte. Wenn ihr nach so einem Satz Kniebeugen an der Multipresse schlecht ist, gehört dazu. Das Training ist geschafft und ja, ich sehe ja dann schon fertig aus, aber wer nach einem richtig harten, anstrengenden Training auch noch frisch aussieht, der hat auch irgendwie was falsch gemacht. Ne? Ja, was mir heute wieder extrem aufgefallen ist, und ja, diese 30 Tage bis Berlin nutze ich auch so ein bisschen, um meine Trainingsphilosophie halt dir mitzugeben, ist so Folgendes. Ich meine, dass bei den Trainingseinheiten viele Leute mehr mit ihrem Telefon beschäftigt sind als mit den Gewichten, ist eine Sache. Aber stellt euch immer vor, und das habe ich heute auch wieder so oft gesehen, wenn da mit hängenden Schultern von Gerät zu Gerät geschlürft wird, dass Training einfach ein Privileg ist. Dass das eine ganz tolle Sache ist, dass wir so eine Einrichtung haben, dass wir da hingehen können, dass wir uns auspowern können, dass wir unseren Körper formen können, dass wir da einfach ja ein Stück weit auch unsere Energie loswerden können, die wir sonst irgendwo anders abladen. Und noch was anderes, ich bin ein Mensch, ich spreche mal gerne in Bildern. Und letzten Endes ist für mich Trainingszeit immer Arbeitszeit. Und ein Stück weit muss man sich so wie so ein Ritter fühlen, ne, der in Kampf zieht, mit dem Gewicht, ne? Und wenn man sich vorstellt, so früher Mittelalter, so ein Ritter mit hängenden Schultern, schlürft er irgendwie in eine Schlacht. Ja, ich glaube nicht, dass er zurückgekommen wäre. Das ist halt so meine Trainingsmaxime. Halt immer so ein Stück weit kämpfen, ein Stück weit Kämpfer sein. Und in jedem Training das Bestmögliche einfach versuchen rauszuholen. Ne? Und dann macht man halt neudeutsch Progress. Ich beschreibe es gerne als Fortschritt. Das soll es heute auch schon wieder gewesen sein. Von 30 Tage bis Berlin, Tag 2. Wenn du Fragen hast zum speziellen Themen, zum Wettkampf an sich, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten schreib mich gerne auch per Instagram persönlich an und guck gerne mal in die Beschreibung. Da verlinke ich euch so ein paar Sachen, die mir helfen, wie ich halt gesund bleibe und die ich persönlich nutze, gerade jetzt in der Wettkampfvorbereitung. Euer Felix.